Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Play Minecraft bei Spieletipps und los, komm da runter. Okay. Hi. Natürlich wieder dabei der Lukas und ja, ich zeige euch ja gerade schon, was wir so vorhaben. Es war einer der meisten Wünsche, dass wir mal einen Aufzug bauen, den ihr dann entweder nachbauen könnt oder euch natürlich dann aktuell gleich mit der neuen Karte, die ihr direkt ja, unter dem Video ist ein Artikellink und in dem Artikellink ist die Karte verlinkt zum Download. Und da So viele könnt ihr das. Links und so wenig Genau. Zeit. Genau. Und falls wieder ein Feuer findet oder so, der Lukas macht die erstmal gleich alle aus. Ja, natürlich. Ich hab so viele Feuer schon gesucht. Ich habe die Stadt mindestens eine Stunde lang laufen lassen bei mir im Singleplayer. Ich habe kein Feuer gefunden. Ich weiß nicht, wo die alle Feuer finden dann immer. Ja gut, sagt uns doch einfach mit Koordinaten, wo ihr Feuer findet und dann Richtig. schicke ich den Lukas nochmal los, Feuer löschen. Ja, und da, Tatütata. genau, und da seht ihr unseren Aufzug und so baut er und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen. Nein, natürlich nicht. Wir werden das jetzt versuchen nachzubauen. Dann nicht Also, versuchen, wir werden es machen. wir werden es machen, weil wir haben das schon gebaut und getestet und sagen auch schon Versuchen direkt, gibt's nicht. dass das wird nicht richtig hier funktionieren. Und zwar liegt das Richtig. einfach an folgendem. Und zwar am Server-Lag. Genau, ich kann das ja mal kurz ein bisschen technisch erklären. Genau. Der Server schickt ja immer Anfragen zu den Spielern, wo sie gerade sind, also ihre Figur, je nachdem, wie sie sich bewegt haben. Und das kann Warum bückst abhängig du vom dich? Server. Ich duck mich einfach so, ich bewege mich Ja, halt. ist ja ekelhaft. Das kann abhängig vom Server manchmal ein bisschen länger dauern. Und dann kann es sein, dass der Server das Signal kriegt, dass ihr noch irgendwo hier seid, während der Aufzug schon quasi meint, dass ihr weiter oben seid und dann bleibt ihr irgendwo stecken. Genau, Das heißt, im Singleplayer wird diese Konstruktion wunderbar funktionieren. Ihr werdet keine Probleme damit haben, weil ihr da halt keine Signale zum Server senden müsst. Aber online wird es vermutlich nicht so gut funktionieren. dann stell dich doch mal rein und zeig das mal kurz, Genau. dann. Ich demonstriere das mal kurz. Zack, Genau. das war direkt am Anfang. Das geht auch ein bisschen höher. Das ist jetzt hänge ich hier drin. Eigentlich müsste ich bis nach oben durchgehen. Ah. Siehst du, so geht's doch auch. Du musst hier immer Ja. wieder alles kaputt machen. So, Ja, dann ja. fange ich mal an und Genau. baue Ich den erkläre dabei Hebel. ein bisschen das Prinzip. Oh, der Hebel, ja, Der okay. ist wichtig. Ohne den geht gar nichts. Ja. So. Soll ich jetzt schon dann erklären, wie es weitergeht? Ja, also, na, nö, das, ich weiß, dass es hier links rumgeht. Das Dann war geht's einer zu rechts viel. rum. Was, einer Ach zu so, viel? nein. Hä? Nee, Ach so, nee. rum willst du den bauen? Okay. Nee, wir können den auch gleich, damit wir schnell nochmal rüber gucken können, was wir da gebaut haben. Ich baue einfach schon mal. Also das Grundprinzip ist halt, der Fahrstuhl wird im Prinzip aus drei verschiedenen, ja, Konstruktionskreisen, sag ich mal, zusammen. Weil also in der Mitte haben wir ein, ja, so quasi den Turm aus Pistons, die im Abstand immer versetzt werden. Komm mal kurz hier gucken. Ja. Hier hast du erstmal die Genau. obere, die erste, nach, die dich dann in den ersten Stufen nach oben macht, und hier kommt dann die zweite. Das heißt, da kommt erstmal eine Sticky Piston, die dann die eine Piston rausschiebt. Und hier kommt dann eine normale, die dich nach oben Genau, und die holt. wird halt nach vorne geschoben und dann, also die geht als Genau. erstes und dann Dann kommt die und dann kommst du jetzt hier, müssen da zwei Blöcke hin. kommt dann hier auch Ist wieder. egal was. Dann kommt die nächste hier hochgefahren. Und das ist dann quasi die Konstruktion, die euch nach oben fährt, indem ihr in der Mitte steht und im Abwechsel links und rechts einen Block höher geschoben werdet von den Pistons. Das kann man eigentlich schon im Prinzip so hochziehen, wie man den Fahrstuhl haben will. Dann baue ich da auch mal eine hin. Genau so und dann. Jeder nimmt eine Seite. Go, Genau. go, go. Nee, falsch. Ah! Jetzt aber, Drecksack. Jesus. Ja, im Alter kommt man halt. Hey, was machst du? Warum machst du es kaputt? Falsch rum. Wie Du falsch bist rum? falsch rum. Ach. Das ist doch keine Ahnung. Ja, okay. So, jetzt aber. Ich wollte dich nur prüfen, ob du das auch wirklich Mhm, richtig machst. genau, ob ich auch aufpasse, was du Genau. machst. So. So, okay, Genau, ich glaube, das das reicht reicht erstmal erstmal, für die genau. Vorführzwecke. Kann man eben später
noch höher machen. So. Dann müssen wir natürlich hier hinten, komm mal kurz rum, das Redstone-Signal in die Dinger reinkriegen. Da müssen Repeater dran, die 3 Stufen zurück sind, also direkt an den Pistons dran. Ne, also die müssen immer so. Zack. Das ist halt wichtig, dass die ein bisschen länger eingestellt sind, weil sonst wird es halt nicht funktionieren. Man wird einfach direkt nach oben katapultiert. Oder auch einfach im Singleplayer stecken bleiben. So, dann. Wo sind wir denn jetzt? Ach Ja. ja. Ja, ich muss ja auch manchmal erstmal nachgucken. Warte, ich leg mal schnell das Signal hier rum. Du kannst das ja da drüben machen. Ja. So. Schon direkt, ne, genau, ein dritter. So ist richtig. Und zack, 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 zack. Bis dahin. Nee, du musst ein weiter nach links. Das muss hier drauf. Ah, muss Das gleich Signal. drauf, gut. Jesus. Ich mach direkt alles kaputt hier. Hast die Wüste kaputt Ich gemacht. habe die Wüste kaputt gemacht. Genau. So, und jetzt muss natürlich das Signal auch noch nach da oben. Und das kann man ja entweder, wie wir es neulich erklärt haben, zum Beispiel bei der versteckten Tür mit Fackeln machen. Aber da das Signal die ganze Zeit dadurch die hier umgedreht werde, durch die. Jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein. Von den Dingern, die halt das Signal umkehren. Repeater? Nein. Nicht Repeater. Ist ja auch egal. Ich überlege trotzdem gerade. Sprich Na dich aus. ja, mir fällt es nicht. Mir fällt es bestimmt gleich irgendwann an. Auf jeden Fall müssen wir das in Zickzack nach oben laufen lassen. Das ist auch eine ganz nette Geschichte, wie die so funktioniert. Und zwar muss das anders. Hier muss es schon hoch, glaube ich. Was? So. Wenn ich mich nicht irre. Ja. Nein. War richtig. So. Ja, auf jeden Fall müssen wir. Ich baue das einmal kurz vor und dann kann ich es erklären. Das ist, glaube ich, besser. Geh doch mal weg. Was ist denn jetzt los? Mann. Mach es kaputt. Ja, du machst es kaputt. Nein, ich gucke So. nur zu da und führe die Kamera, damit die Leute sehen, was du da machst. Ach so. So. Komm mal hier hin. Da bin ich. So, ich drück mal kurz auf den Schalter, dann kannst du ja sehen, wie das funktioniert, dass das Signal da durchgeht, ne? Genau. Und das funktioniert folgendermaßen, weil das Signal kommt ja hier an und geht in den Repeater rein. Und der gibt dann diesen Block Strom, Genau. dem einen hier, der hier rausguckt. Richtig. Und da liegt dann auch Redstone drauf, der dann dieses Stromsignal übernimmt und weiter hier hochführt. Ne? Genau. Und dann kann man das einfach immer weitermachen. Dann Also kann man das hier auf der nächsten Ebene auch machen. So, und dann hat man das Signal schon wieder eine Stufe höher. Also es geht dann ja einfach im Zickzack, immer links, rechts, immer nach oben. Das bauen wir dann auf der anderen Seite auch nochmal. Wo bin ich denn hier? Ach, da. So. gut, hier müsste ich da eigentlich gar nicht mehr nach oben, ne? Quatsch. Sind wir da schon oben? Das ist doch schön. Und habe ich es wenigstens auch mal gebaut. Richtig. Du auch weißt, was wir machen. Zack. Jetzt ist schon wieder Nachtsekunde. Genau. Und es werde Licht. Es werde Licht. Es Ja, werde Entschuldigung. Licht. Ah, jetzt Ich geht hab doch. mich vertippt. Bleib locker. Eieieiei. So. Zack, ich glaube, hier bin ich schon viel zu hoch. Ist ja auch egal. Haben wir hier trotzdem Signal, falls wir es noch gleich höher machen wollen. So. Diese Signale müssen jetzt natürlich noch zu den Repeatern hin.
die hier diese Blöcke machen. Darum müssen wir einfach nur kurz die Spuren nochmal ranlegen. Und ich habe hier irgendwie noch gar nicht genau. Einfach hier dran. Was vielleicht auch noch wichtig zu sagen wäre, Sven, komm mal kurz gucken, hier nach rechts. Die Dinger, die hier nach außen kommen, müssen auf die erste Stufe gestellt werden, weil sonst würden alle Pistons im Aufzug gleichzeitig Gleichzeitig angehen. starten, ja. Darum müssen nur diese ein weitergetickt werden. Nur die außen. Gut, haben wir. Wunderbar. So. Das Signal ist jetzt dran, das heißt, alle Pistons müssen jetzt angehen, wenn ich das mache, also zumindest rausfahren. Jawohl. Sieht gut aus. Jetzt müssen natürlich noch die Pistons aktiviert werden, wenn sie rausgefahren sind. Und das funktioniert ähnlich wie das mit den, ja, hier mit dem Kreuzsignal, ach Quatsch, Zickzack-Signal funktioniert, dass nämlich die Blöcke hier angesprochen werden. Indem man nämlich jetzt hier, guck mal, hier geht ja das Signal rein und Genau, kommt dann den zu den Stein Pistons. und kommt. Ach, warte, da muss ein Repeater hin. So, der leitet das Signal jetzt direkt in diese Wolle. Die gibt das weiter an diesen Repeater und der gibt das weiter an diese Wolle. Und die gibt das dann weiter an die Pisten, die rausgefahren wird. Zack. Mach Das nochmal. ist die Piste aktiviert. Der hat gerade ein bisschen geruckelt, ne? Schon wieder. Egal, auf jeden Fall sieht das dann ungefähr so aus, wenn es fertig ist. Dass nämlich immer quasi die Blöcke abwechselnd, entweder sind es drei Blöcke komplett oder es sind halt zwei Blöcke mit einem Repeater dahinter, in der Mitte. Komm mal kurz gucken hier außen, Moment. das. Hier, so, dass du quasi immer diesen Redstone vor dem Piston hat, die dann rausgefahren und aktiviert wird. Und da ist ganz wichtig, dass sie auch auf der ersten Position stehen, also auf der Grundschallstellung, die schnellste. Weil die müssen natürlich auch als erstes wieder reinfahren, wenn das Signal weg ist, Ja. weil sonst klappt es nicht. Wenn du da schon mal die Schutzwand baust, Genau. mache ich hier. Das auf der anderen Seite auch nochmal eben. Oh, wie schön das wäre, wenn dieser Aufzug jetzt zuvor für Zwecken gleich einfach funktioniert. Das wäre toll. Aber ich vermute nicht. So, nochmal kurz alles kontrollieren. Das ist richtig, da fehlen. Redstone. Quatsch. So, da fehlt noch Redstone. Und die zack. Nein, keine Wolle. Das sieht gut aus. Vielleicht kommst du auch noch mal kurz gucken, dass ich das kurz erklären kann. Das Zickzack Aufbau in der Mitte ist auch wichtig, da die Redstone-Signale sonst zwischen den beiden Seiten übertragen worden. Die sind ja jetzt hier voneinander getrennt. Und guck mal, wenn jetzt kurz hier der weg ist, dann siehst du, dass hier diese beiden Redstone-Kreisläufe sich verbunden haben. Aber wenn dann Block ist, dann sind die weiter voneinander getrennt. Nur mal so als kleiner netter Nebeneffekt. Also wir haben jetzt einen linken Kreis und einen rechten Kreis. Jetzt beide unabhängig voneinander die Pistons da hoch machen. Und damit das Ganze auch funktioniert, habe ich am Anfang vergessen, muss hier oben natürlich noch ein Piston in der ganz normalen Einstellung hin. Der sorgt dann für den kleinen Delay, also die kleine Verzögerung, dass die eine Seite ein bisschen langsamer, bzw. versetzt zur anderen läuft. Weil sonst würden die ja beide gleichzeitig hochgehen, dann würde es alles nicht funktionieren. So, mal testen, beziehungsweise wir wissen ja, was passiert. Eigentlich müsste es funktionieren oder auch nicht, weil wir sind ja auf dem Server. Ist direkt rausgeschoben. Direkt raus, ne? Versuch nochmal, vielleicht. Na, Ja, jetzt guck stecke ich wieder drin. mal. Aber egal, damit haben wir gerechnet. Ja, also wir hatten das halt mal auch im Singleplayer-Modus getestet und da Da funktioniert ging. das einwandfrei und haben da also auch wirklich gegengecheckt und es ist halt wirklich, dass es passieren kann, wenn halt ein Server-Lag hat, dass es nicht funktioniert. Ja. Ich weiß nicht, willst du nochmal rumfliegen, dass die Leute das nochmal alles sehen, so ein bisschen im Detail? Weil das ist immer was, was mir Ja. bei so Tutorials fehlt, wenn ich die gucke. Dann fang noch mal an, dann bin ich hier und dann kannst du ja noch mal kurz erklären und ich fliege mit dir rum. Ja, also hier am oben ist ganz wichtig, das haben wir, glaube ich, erklärt, dass vor den Pistons eine Wand ist. Wir haben jetzt Glas genommen, weil sonst wird man da rausgeschoben von den Pistons.
Das ist relativ wichtig. Dann, ja, hier unten, wie gesagt, der Hebel und einmal links der Redstone-Kreis, den wir da gemacht haben, geht jetzt hier durch. Dann haben wir einmal, ja, hier an der Seite, wie Du gesagt, meintest diesen übrigens schönen einen Aufbau. Inverter, oder? Ja! Inverter, genau. Das war's. Zack. Ha! Danke, Sven. Ja, so wie nicht. Uralt, altes Gehirn. Also hier haben wir an der Seite, wie gesagt, die Weiterleitung zu den Pistons, die dann nach oben gehen, indem über den Redstone Repeater quasi der Block Energie kriegt, der dann in den Pisten weiterleitet. Dann haben wir hier weiter hinten dieses schöne S-Muster, das die Energie nach oben bringt. Hier, kann man gucken. Jetzt halt von hier So, runter, hier zack. rüber, hier hoch. Und auch dabei ganz wichtig, dass diese Dinger hier unten links außen bzw. rechts außen auf der anderen Seite eine Stufe verstellt sind. Alle anderen müssen auf der Genau, aber ersten nur Stufe die sein. äußeren, also nur die beiden hier Nur die außen. äußeren, Die genau. hier Nicht innen die, nicht. genau, die nicht. Und dann haben wir in der Mitte nochmal diesen Repeater weiter außen, der halt die Energie weiterleitet zu denen, die dann hier vorne die aktivieren. Und einmal natürlich der, der direkt in die Sticky Pisten, die dann die anderen Pistons in die Mitte schiebt, reingeht Ja. und die mit Energie versorgt. Gut. Ich denke, jetzt haben wir auch schön das so, dass die Leute sich das mal angucken können, wenn sie es einfach nur nachbauen wollen. Genau. Es ist also auf der aktuellen Server-Map sind diese beiden Türme Genau, die mit bleiben dann auch da drauf, drauf, dann genau. können die Und sich euch angucken. im Singleplayer werden sie dann einfach funktionieren. Ja. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Richtig. Ja, mal gucken. Wollt ihr was anderes sehen? Oder ich denke mal, wir werden uns auch mal wieder mit unserer Stadt und der Community Ich bin beschäftigen. auch mal dafür. Wir haben jetzt zwei Tutorials hintereinander gemacht. Da müssen wir Genau. wieder was vom Server Da muss man zeigen. wieder was vom Server her. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in einer Woche. Und Ja, macht's gut. genau, Bis bald. klickt auf Abonnieren und Subscribe und ja, bis bald. Ja, Tschüss. ciao.